Moshe Kribus is given off a week to Rick from Meron, Kain Shalayim, via the Elaine Yeshiva. Is gefunden in the free, in the Fatokshu in Cameron, to Davin and Shachris Dortmund of Shimon, and to Ausbeten Alam Gitten. Yet is given off a week to Rick to Yeshiva. So Funa Dort is the highways Dortmund, it's a Sruh. But drei Schuhe kommt um der Bus zu der Stab gleich leben sein Yeshiva. Moshe geht er up to the Bus, kommt er an die Yeshiva, geht er auf zu sein Zimmer, leitet er auf seine Päcklich, wenn damals hat er es bemerkt. Er hat nicht an Tefillin. Er hat gelassen an Tefillin auf dem Bus. Versteht sich, es gleich er upgelaufen auf dem Gas und nun geht noch laufen der Bus. Aber der Bus schon gehalten als Sachasach warte, es ist gewinn unmöglich umzukommen. Er hat ungeriefen dort in der Company von der Buses, zu suchen, dass viele Leute sind Tefillin, ob sie sehen es öfter. Sie haben ihm gleich gesagt, als Sachmenschen verlieben Sachen, als Sachmenschen treffen Sachen, ob sie treffen es, können sie gleich lassen wissen, wenn sie zurückkommen zu unserem Office, es können sie aufpicken. Der nächste Phone Call, was Moshe gemacht hat, ist gewinnt, dass Shuvah Savaida Company in Etzisru, eine größere Shuvah Savaida Company, was arbeitet im ganzen Etzisru, hat sie gelassen wissen, dass sie viele Leute sind Tefillin Bartel auf der Bus, auf dem Tefillin Bartel steht, Moshe Kribus, das ist ein Numen. Wenn neu mit trefft es, kann man ihm gleich lassen wissen. An der Wahl ist Moshe gegangen, sei gemacht dort, an der Kali gemacht in Schalein. In geborgt Tefillin hat gemeint sicher, als es nehmen 2 Tage, 3 Tage, höchstens 4 Tage. Mit treffen es an Tefillin, wird das Chakko verleuten, auf ein jüdischer Boss. Sie geht darüber ein paar Tage. Er hat nicht direkt nicht von der Boss Company, er nicht von der Shuvah Savaida Company. Gar nicht. Aber war leichter der geborgte Tefillin von der Gemach. Sie geht über 2 Wochen, 3 Wochen, und er hat gar nicht zurück. Moshe ist auch schon ungeheuer mit Jaisch an. Also er hat kaum mehr Menschen treffen seinen Tefillin. Er hat ungeriefen seine Tate, was er gewohnt in Amerika. Er sagt, Tati, komm mal, dass man darf schon gar nicht bestellen nach dem Tefillin. Seine Tate hat ihm gesagt, no problem, ich kann reden mit der Seufe. Der nächste Tag rief er uns an Tate und fragt, nicht Tati, hast du schon etwas geredet, hast du gehandelt mit der Seufe? Oh, Moshe, ganz, mich heraus vom Kopf, ich weiß nicht, was, aber ganz zum Vergessen von ihm. Ich rede mit der Seufe. Also, er ist eben ein Puttei. Moshe rief, seine Tate vergessen, Moshe rief noch einmal, seine Tate vergessen noch einmal. Vor bei einer Woche, eine halbe Saison umgegangen, Moshe rief jeden Tag gebeten, seine Tate zu erledigen, eine neue Puttwillen. Und for some reason, ist er rausgeflogen von seine Tate's Kopf. Und er gedenkt, ich was schon leid. Sie gewinnen auf am Mittwoch. Moshe bekommt einen Call in Yeshiva von der Shuvah Savaida Company. Man sagt, der Moshe Kribus kam jetzt zu der Office, du in Yerushalayim, und hat getroffen an Tefillin. Moshe hat sich kein Gleim, er ist rausgelaufen von der Building von Yeshiva, er hat gelaufen dort in seinem Office, er kommt daran, und er sieht, auf der Desk liegt der Tefillin-Bartel. Moshe Kribus, er hat seinen Tefillin-Bartel, geht an Kisch, und er fragt, wie soll ich es getroffen, wer hat es getroffen? Sagen sie ihm, Moshe, du müsst hier nachmassen, als eine Masse macht sich 1 in 1 Million. Du wusstest der Masse, er sagt, hey, sie. Nächtens reingekommen ein Mann mit einem Tefillin-Bartel. Er sagt, jetzt getroffen auf der Bus. Sie haben ihn gefragt, wieso ist es getroffen? Er sagt, er ist gesessen auf der Bus. Für Meron, kein Schleim, in der Front Seat. Er mit seinem Chavir. Den ganzen Weg um sich geschmissen und verbrängt. Inmitten hat sein Chavir sich nicht mehr die Zeilen, stand der ich angab, als er damals gehabt, Juden zurück. Hat er getroffen an Puttwillen und hat zurückgegeben zu den Balabus, er getroffen den Balabus und hat ihn kennt mir keins an der Mitte der Shuvah Savaida. Das haben wir die gute Feeling. Also hat er zahlt den Mann dort auf dem Bus, schmissen die Geheit auf dem Weg zu Yerushalayim. Plötzlich geht sich der arabische Driver an Papa auf und er fragt, gerade du wegen Tefillin, was wegen Tefillin? Der Mann sagt der Driver, aber nicht, Driver, die fuhr weiter zu Yerushalayim, was hast du mit Tefillin? Sagt er, nein, nein, es haben gesagt, nein, ich zähle wegen Tefillin. Ich habe gesagt, du hast getroffen Tefillin, du hast getroffen den Balabus. Sagt er, ja, aber was ist dich interessant? Du bist arabischer Driver. Sagt er, hey, sie. Weil du, über die Seats, liegst schon du ein paar Tefillin. Von den letzten paar Wochen, sehr lange Zeit, liegst schon du Tefillin. Und ich habe die sagst, als du es am Ohr getroffen, Tefillin, und es auch getroffen, der Balabus. Efter kannst du auch nehmen, der Tefillin von du, und auch treffen, der Balabus. Der Mann sagt er, der rücknehmen, der Tefillin. Sagt er, schon ein Moshe Kribus. Und er hat herangebringt, du zu der Office. Also immer getroffen, der Tefillin. Moshe gestanden dort, ist nicht kein Gleim. Wie der eibische Fried seiner Welt, mit der Saarschko geprüht ist, hat verloren sein Tefillin, und wie hat er es getroffen? Durch arabische Driver, was hat integriert der Schmiss in 2 geladen. Und noch mehr, er wollte schon bei jetzt gekannt, um eine neue Tefillin.
Aber vor der letzten Woche und eine halbe, jeden Monat geriefen seine Tate zu bestellen neue Tüllen. Aber seine Tate hat es for some reason vergessen von bestellen neue Tüllen. Du hast ihn herangekeitelt in der Schuhe Brutis. Also seine Tate soll vergessen, er nicht bestellen neue Tüllen. Und da habe ich gewiss, muss ich noch treffen seine Tüllen. Wie er soll, durch eine ungläubige und winderliche Schuhe Brutis. Und die Welt ist ungefüllt mit der Schuhe Brutis. Er darf noch machen, sagen, zu drücken die richtigen Gläser und es können sehen.